bitteschön, kommen Sie ruhig näher. Das ist ganz einfach. Sie brauchen bloß aufpassen. Das so und das so, das so und das so. Schwarz nichts gut, rot gut. Und so und so und so und so und so. Das gut, das nichts gut. Wollen der Herr mal probieren? Ja, vielleicht später, überlegen Sie mal. Ja, Herr Schneider. Ja, freilich. Sie sagen, was tun, wenn Sie da? Möchten Sie ihn noch nicht auf den Krampf da einlassen? Ja, probieren wir das heute mal, ne? Ja, sind Sie nicht immer. Ich schon. Okay, das ist doch ein aufgeregter Schwindel, Herr Stankelhuber. Meines. Okay, ich kenn doch die Brüder. Schauen Sie, man, so können wir, da können wir gar nicht mit. So, das möchte ich fein nicht sagen. So, wir haben dreimal zugeschaut und jedes Mal hättest du daran. Ja, mal. Das ist ja der Krampf, wissen Sie. Solange Sie nicht spulen lassen, sind Sie daran. Aber in dem Moment, wo Sie einsetzen, in dem Moment verlieren Sie so gewiss, als wären Sie gerade was. Sie, wenn ich aber da so saut umhingegangen, dass ich gewinne, hä? Dann kriegen Sie einen Geld auch nicht, da garantieren Sie. Warum haben wir so nicht? No, weil der doch einen Streit vom Zaun bricht. Sie? Dass es einer feine geht, als wie den, wo den Sender, was in der Zeitung drin gestanden ist. Was ist denn mit dem selben Ben? Was ist denn von dem drin gestanden in der Zeitung? No, den haben so ein rostiges Messer reingekriegt. Ein Blutsauer. Ja, sie, der ist 2 Wochen lang wegen Blutvergiftung im Krankenhaus ging. Ja, Blödsinn. Ja, wenn ich ein rostiges Messer. Ja, ist in wirklich? Der Zeitung gestanden. Was das für Leute heutzutage sind, gell? Ja. Also gar keine Bildung, gar keinen Anstand haben sie mehr, gell? Also das ist doch, da gehört doch ein Charakter her, ne? Was ist das? So viel Anstand muss ein Mensch haben, dass er sein Messer putzt, bevor er sticht. Ne? Ja, aber die mir geben sie die heutzutage nimmer. Nimmer, gell? Nimmer. Ah, sind die Leute schlecht. Pfui Teufel sind die Leute schlecht. Und dabei so misstrauisch, ja. Das Herr nicht mehr geht. Sie schauen sich ja zum Beispiel mein Untermieter an, nicht wahr? Ja, was ist mit dem? Stellen Sie ihn vor. Ja. Seit 20 Jahren hat der seine Kohlen bei uns im Keller, nicht wahr? Und ist nie was vorgekommen, gell? Und was soll ich Ihnen sagen? Sie, fällt ihm auf einmal, Sie, nach 20 Jahren, stellen Sie sich das vor, ja, kommt der plötzlich vor lauter Angst, dass man ihm doch einmal was kripsen könnten, ja. Gell, kommt ihr auf die Idee, dass er hergeht und in ein paar Bücherschalen ein Sprengmaterial rein tut. Was? Der hat eine Sprengladung im Buch. Ja, ja, sind die Leute schlecht. Viel Teufel sind die Leute schlecht. Ja, gell, okay. Uns einer kam ja gar nicht drauf, einmal so harmlos. Freilich, auf so einen Gedanken kommt. Okay, ja, wir haben es ja selber nicht geglaubt, Herr Stankelhuber, aber wer soll uns dann das zweite Mal in den Ofen zerrissen haben? So, jetzt zweimal hat sich einer in den Ofen zerrissen. Ja, sind die Leute schlecht. Viel Teufel sind die Leute schlecht. Unser einer muss dann piercen, nicht wahr? Ja, ja. Das ist eine Gemeinheitschance, weil man doch so vertrauensselig ist, nicht? Eben, das ist ja, nicht wahr? Man ist ja viel zu gut, nicht wahr? Und auf der ganz verkehrten Seite, nicht mehr so oft, nicht wahr? Auf der ganz verkehrten Seite, mir ist es gegangen, schauen Sie. Was? Also wir haben es doch vorige Woche im Wirtshaus mein nagelneuen Ringschirm gestellt. Na, so. Ja, freilich, wenn einer sagt, weil man ist eben viel zu vertrauensselig zu den Leuten. Nicht? Ja, gegen die Leute nein. Ist man misstrauisch, gegen das Wetter, da hat man auch ein Misstrauen, das hat keinen Zweck. Nein, nein, das schnüssen die Leute auch. Freilich, am helllichten Tag haben wir gestohlen, bei wolkenlosen Himmel. Das was, beim wolkenlosen Himmel, ja. Sieh, da muss ich aber jetzt schon sagen, warum haben sie noch da einen Schirm mitgenommen?
Ja, das ist ja, das sage ich, weil man viel zu vertrauensselig ist. Ne? Ich habe an gar nichts gedacht, nicht? Und plötzlich weggeschaut und plötzlich war der Schirm weg. War er nicht mehr da? Weg war er? Ja, der Schirm weg war. Ja, und der Tierbär, das ist ja. Nagelneuer. Ja, was heißt, nehmen die nicht? Mei, die Bärs haben einen Blick für gute Sachen, haben sie eine Ahnung. Ja, was heißt, lassen die stehen, nur was Neues nehmen die. Aber so viel wie sie haben sie ja wieder gekriegt, gell? Das ist ein ganz neuer, das ist ein anderer. Oh, der ist so alt, der geht ja nicht mehr auf ans Ringen, der geht gar nicht auf. Hey. Ja, freilich, wegen was nehmen Sie denn nachher mit? Das ist ja, das habe ich auch gesagt, weil man eben keinen Blick hat dafür. Ich habe halt den nächstbesten mitgenommen. Aber glauben Sie mir's, das ist der Name, die Leute mit Fleiß. Was? Das ist der, das so ein Klumpi hängen. Nur, dass man sich nachher recht ärgert, wenn man daheim sieht, was man für eine Grafik gestohlen hat. Gell? Das ist ja, nicht wahr? Ja, ich glaube schon fast. Ja, freilich. Ja, ich sage nicht, die Leute sind schlecht. Mei, sind die Leute schlecht. Sie, wie mir sehen Sie es. Ich will Ihnen was sagen, ich als Obstlerin, ich könnte Ihnen ein Lied singen, sage ich. Was meinen Sie, was mir in letzter Zeit die Leute an falsche, die neuen zwei Markstücke aufgehängt haben? Sie haben ein ganzes Dutzend, habe ich alle eingenommen. Ja, sowas, ja, man kennt es halt so schlecht auseinander, nicht? Nein, nein, okay, die brauchst du bloß ins Meine und draufbeißen, dann kommt ja, warum haben Sie denn dann gleich ein Dutzend oder reinlassen? Ja, mei, weil ich gerade an dem Tag habe ich mein Gebiss beim Richten gehabt. 12 Stücke? Ja, und was meinen Sie, wie mein Mann getobt hat, wo man doch einen Tag zuvor wegen einem Stück eine solche Waschen gemacht hat. So, der hat ihn ja gleich auch nicht geschmiert. Oh mein, ja. Sind die Leute schlecht. Sind die Leute schlecht. Oh mein Gott, was meinen Sie, wenn wir die Weh da haben? Die Waschen. Nein, die 24. Ach so, ja, man muss ja mit jedem Pfennig rechnen, ja, nicht wahr? Sie, ich sage Ihnen was, eine ganze Woche habe ich Überstunden machen müssen. Dass Sie es wieder reingebracht haben? Ja, dass es wieder losgebracht hat. Ja, mei, die Leute sind gehen halt unbändig obacht, ja, gell? Schauen Sie, zum Beispiel die feinsten Damen, die drehen ja jetzt zwei Markstiegel zweimal im Mai, bevor sie es nehmen. Im Mai? Ja, mei, sind die Leute schlecht. Ja, pfui, Teufel, sind die Leute schlecht. Thanks. Und da wollen Sie es jetzt mit den Glücksspielern da probieren, gell? Ja, jetzt ausnahmsweise, jetzt probiere ich es einmal, nicht? Vielleicht. Okay, Sie werden aber auch nicht mehr schreiben, gell? Okay. Jetzt wäre mir mein Zigarro. Sieh einen Moment. Ja? Aber nicht immer. Ja? Sie sind so gut, gleich als einen Moment in einem Messer, dass ich mein Zigarren abschneiden kann. Aber ja, bitte, bitte. Ja. So, bitte schön. Bitte schön. Kann ich herrasch ein bisschen. Rostig ist nicht. Ja. Passieren kann man nichts. Ja. Ich pack's, ich riskier's. Ja, das ist recht, aber ich habe Geld verlieren. Es ist wurscht, ich riskier's jetzt einmal. So, dann gehen wir recht schön. Danke. Und da haben Sie 20 Mark. Da. 10. 20. Sie setzen 20 Mark. Nein, 10 Sätze. Ja, aber wenn Sie setzen 20, dann Sie auch gewinnen 20. Nein, ich hab gesagt 10 und dabei bleibt's und 10 kriege ich raus. Schön, Sie also setzen 10 Mark. Hier haben Sie 10 zurück. Und jetzt, Sie passen auf. Das so. Und das so. Und das so und das so und das so und das da. Und das noch einmal hier und das so und das so und das so. Und jetzt, Sie sagen, wo? Wo? Da. Da? Da. Oh, nix gut. Oh, ist auch gut. Komm, nix machen. Was habe ich Ihnen denn gesagt? Reden Sie so viel, gehen wir. Sie, über mich, hat Ihnen der am falschen Zehner rausgegeben? Nein, den habe ich genau geschaut. Sieh, der ist gut. Ja, ich sage Ihnen genau. Ich glaube, gleich, Sie freuen Ihnen noch. Ich schon. Was, weil Sie verspult haben? Nein, weil mir der Zehner lieber ist, wie mein falscher 20er.